weiße Bohnen mit Knackwurst. Ein Millionär isst doch keine weißen Bohnen mit oder ohne Knackwurst. Der Herr Geheimrat isst das, was ihm schmeckt. Gestern gab es Nudeln mit Rindfleisch. Na, gut geschmeckt. Ein Millionär sollte doch eigentlich einen Appetit haben, der etwas vornehmer ist. Der Herr Geheimrat ist ja auch kein gewöhnlicher Millionär. Er ist nur ein Mann, der ein paar Millionen hat. Aha. Und wo ist da der Unterschied? Da ist ein großer Unterschied. Wenn der Referendar Krause für das Ladenfräulein Müller ein Gedicht schreibt, wo sich Herz auf Schmerz reimt, ist er dann schon ein Dichter? Nein, ist er nicht. Er hat nur ein Gedicht geschrieben. Ja, wenn Sie mal bloß immer recht haben. Ich könnte wetten, gleich kommt noch ein kluger Spruch Ihres Vaters. Richtig. Mein Vater, Gott hab ihm selig, hätte gesagt, auch wer am Morgen 30 Schweine kauft, kann mittags nur ein Kotelett essen. Das sollten Sie sich mal merken für das, was noch kommt in Ihrem Leben. Ein Kotelett, das würde ich mir ja noch gefallen lassen, ja, aber nun mal zicki-zacki hier. Aber weiße Bohnen mit Knackwurst. Weiße Bohnen mit Knackwurst, wunderbar. Esse ich für mein Leben gern. Herr Geheimrat, guten Abend, Herr Geheimrat. Ja. Darf ich bitten, Herr Geheimrat? Guten Abend, Johann. Guten Abend, Frau Kunkel. Guten Abend, Herr Geheimrat. Darf ich Ihnen die Pakete abnehmen, Herr Geheimrat? Nein, und Sie sollen nicht immer zu Geheimrat zu mir sagen. So viele Geheimräte gibt's ja gar nicht. Aber Sie sind doch ein Geheimrat, Herr Geheimrat. Ich heiße Tobler. Ja, ich bin Geheimrat, aber da müssen Sie ja nicht drauf rumreiten, ne? Aha. Ich bin ein ganz normaler Multimillionär. Sie meinen bloß, weil einer mal ein Gedicht geschrieben hat, ist er noch lang kein Dichter. Was ist los? Sie haben wohl heute Ihren poetischen Tag, Johann, ne? Nein, das hat er von mir. Ach. Oder von Ihrem Vater. Mhm. Ist meine Tochter schon da? Nein, die ist noch in der Stadt, aber sie müsste jeden Augenblick zurück sein. Wunderbar, dann habe ich ja noch Zeit genug, mich fürs Abendessen umzuziehen. Sie wollen... Ja, haben Sie sich das nicht schon immer gewünscht? Kommen Sie, Johann. Darf ich Ihnen nicht doch die Pakete abnehmen, Herr Geheimrat? Nein, ich habe den ganzen Tag damit zugebracht, die Sachen zu besorgen. Aber hier, nehmen Sie mal die Zeitung aus meiner Tasche. Ja, Herr Geheimrat. Und dann geben Sie sie Frau Kunkel. Gucken Sie sich das mal an, auf der letzten Seite, unten links. Das ist sehr interessant, was das steht. So, nun kommen Sie doch, Johann. Ja, ich eile. In der Zeitung steht doch nie was Interessantes. Bloß Überfall, Mord und Totschlag. Das ist bestimmt nicht interessant. Da. Überfall auf die Commerzbank. Was hab ich gesagt? Alle Tresorfächer leergeräumt. Mein Gott, das war doch wohl nicht der Herr Geheimrat. Und an das meint er. Preisausschreiben der Putzblankwerke, Klammer auf, Tobler-Konzern, Klammer zu. Den ersten Preis gewann Herr Dr. Hagedorn, Itzehoe. Den zweiten Preis Na, gewann... Frau Kunkel! Ach, Junge, die von Hilde, was haben Sie mich erschreckt? Ist mein Vater schon da? Ja, er ist eben gekommen. Er zieht sich nur noch um fürs Abendessen. Mein Vater zieht sich um? Piekmon an. Das gibt noch Zeichen und Wunder. Was haben Sie denn da gerade gelesen, Frau Kunkel? Mal wieder das Horoskop? Erstens, ich lese nie Horoskope. Ach nee? Nein. Und zweitens, nehme ich sie nicht ernst. Ach so? Nein, es geht hier um das Preisausschreiben der Putzblankwerke. Den ersten Preis... Lassen Sie mal sehen. Dr. Fritz Hagedorn, Itzehoe. Zweiter Preis, Herr Schulze, postlagernd. Kann er denn in einer Postlagernd wohnen? Wenn einem das nichts ausmacht, die Miete in Briefmarken zu bezahlen. Frau Hilde, Sie sollten mich nicht immer auf den Arm nehmen. Warum denn nicht, Kunkelchen? Sie haben mich doch auch lange genug auf den Arm genommen. Ja, und Sie waren so süß. Bauer schlägt H4. Preisausschreiben? Ja, das war auch wieder so eine fixe Idee von meinem Vater. Zwei gute Reklamereime über Waschpulver und Seifenflocken und dafür 10 Tage Urlaub im Grand Hotel Wellenblick auf Amrum. Kennen Sie das? Das ist ein Hotel für reiche, reiche Leute, die sich das leisten können, Nordsee und ein Badezimmer mit weißen Kacheln unter einen Hut zu kriegen. Das ist ein gediegenes Bild. Ja, und da fahren nun also die zwei Gewinner hin. Ein Dr. Hagedorn und ein Herr Schulze. Der postlagernd wohnt. Richtig. Ja, bitte? Ja, bitte?
Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Schulze. Herr Geheimrat. Ja. Papa, bist du... Nein. Was nein? Was wolltest du mich denn fragen? Ob du vielleicht übergeschnappt bist? Habe ich mir doch gedacht. Und die Antwort ist nein. Ich bin nicht übergeschnappt und ich bin auch nicht du. Und ich fahre nur in Urlaub an die See. So? Ja, warum denn nicht? Ist doch mein allerbester Anzug. So einen Anzug haben Sie doch gar nicht. Als Geheimrat Tobler natürlich nicht. Papa, da steckt doch wieder so eine Wette dahinter. Wie damals im Theater, nicht? Kann ich mich gar nicht mehr drauf besinnen. Was war denn damals im Theater? Er weiß ganz genau, was ich meine. Ja, Sie haben dem Dirigenten den Taktstock weggenommen. Ja, das damals, ja, ja. Ja, ich gebe das ja zu. Das war damals eine ziemlich döse Idee von mir. Tut mir ja heute noch leid. Aber diesmal geht es nicht um eine Wette. Eine Wette kann man ja auch verlieren. Aber ich habe schon gewonnen. Was? Ich habe beim Preisausschreiben der Putzblankwerke den zweiten Preis gewonnen. Was gehört in jeden Schrank? Grüne Seife von Putzblank. Das kann ich angehen. Den zweiten Preis hat eine Schulze gewonnen. Und der wohnt Postlagen. Hier steht das. Aha. Was aha? Aber Kunkelchen, verstehen Sie immer noch nicht? Doch, der Herr Geheimrat will uns verkackeiern. Überlegen Sie doch mal. Mein Vater erzählt uns, er hat den zweiten Preis gewonnen. In der Zeitung steht, der Gewinner heißt Schulze. Das ist meiner. Oh. Was sagt uns das? Dass das Blatt lügt. Sowas kommt vor. Kunkelchen. Das gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit. Ich kann doch auch unter dem Namen Schulze beim Preisausschreiben meiner eigenen Firma mitgemacht haben. Ja, ja, so kann man natürlich leicht gewinnen, wenn man der eigene Chef ist. Aber dann hätten Ihre Direktoren Ihnen doch auch den ersten Preis geben können. Die Direktoren haben ja nicht gewusst, dass das Ihr Chef ist. Ja, das sind mir ja schöne Direktoren. Ich glaube, mein Freund Kesselhut kann das viel besser erklären als ich. Wer? Kesselhut. Herr Kesselhut? Aber Herr Geheimrat. Ich heiße Schulze. Herr Geheimrat Schulze. Johann, wie sehen Sie denn aus? Der Herr Geheimrat hat darauf bestanden. Ja, hat mein Schneider das nicht meisterhaft hingekriegt? Sieht er nicht aus wie so ein waschechter Admiral? Hä? Ja, aber wie ein ganz und gar unglücklicher Admiral. Haben Sie auch im Preisausschreiben gewonnen? Was? Nein, gewonnen habe ich. Aber Johann fährt mit mir, damit er immer in meiner Nähe ist. Du willst also wirklich als Herr Schulze nach Amrum reisen, ja? Ja, aber diesmal als ein ganz armer Schlucker. Endlich mal ohne alles Tralala. Ich habe ja fast vergessen, wie die Menschen in Wirklichkeit sind. Ich möchte das Glashaus ins Dicke hauen, wo ich jeden Tag hin sitzen muss. Ja, da kann aber auch leicht eine Scherbe ins Auge gehen. Ach, was? Ich habe doch an alles gedacht und den ganzen Tag eingekauft. Hier ein paar schäbige Hemden und dann noch ein paar gammelige Krawatten. Diese Klamotten vom Plünhöker und zack, fertig ist der Lack. Wenn Sie dich als Landstreicher hinter Gittersberg, vergiss nicht, uns eine Postkarte zu schreiben. Keine Angst, mein Dern. Johann fährt ja mit. Was? Ja, er wird die 10 Tage im gleichen Hotel wohnen wie ich. Wir kennen uns aber nicht und wir reden auch kein Wort miteinander. Aber er wird immer in meiner Nähe sein. Aber Herr Geheimrat. Ach nee, ach Johann, Sie stehen verkehrt. Was? Ich verstehe nicht. Kommen Sie mal, Johann, passen Sie mal auf. Sie sollen ein steinreicher Mann sein, ja? Aha. Und so einer steht ganz anders da. Ja, wie denn? Ja, so. Mit Beton in den Beinen. Und Sie müssen eiskalt aus den Augen gucken. Kalt genug? Ja, die Leute müssen glauben, dass sie 5-mal am Tag in die Badewanne steigen. Ne? Ist das nicht so, Hilde? Ja, Sie gestatten, mein Herr. Aber Fräulein Hilde. Ach, ein wirklich feiner Mann, der sieht so ein Dienstmädchen gar nicht. Ich glaube, ich bin nicht fein genug, um fein zu sein. Vielleicht sind Sie zu fein dafür. So, nun stecken Sie sich noch eine Zigarre ins Gesicht. Ach ja, der arme Teufel Schulze, der hat ja keine... Bitte schön, mein Herr. Danke. Mund auf, Mund zu. Ja, wunderbar. Sieht er nicht aus wie so ein pensionierter Konteradmiral? Ich glaube nicht, dass ich mir von Ihnen noch mal die Schuhe putzen lasse. Ich wollte nie etwas anderes sein als Ihr Diener. Wollen Sie lieber hier bleiben? Wenn Sie wünschen, dann reise ich auch als Konteradmiral.
Sie reisen als der reiche Privatmann Kesselhut. Sie werden 10 Tage lang sehr, sehr reich sein. Und ich darf die ganze Zeit nicht mit Ihnen reden? Nein, auf gar keinen Fall. Nach 2 Tagen bist du wieder zu Hause, Vater. Warum denn das? Ich schmeiße mich doch dreikantig wieder raus in den Klamotten. Ja, den Preis könnte doch auch jemand gewinnen, der sein ganzes Leben lang so angezogen ist. Tja, den würden Sie auch rausschmeißen. Wisst ihr, was ich tue, wenn Sie mich rausschmeißen? Na? Ich kaufe das Hotel und schmeiß die anderen raus. So. Jetzt, pass auf, mein Herr. Klar, Federball spielen willst du auch. Ja, oh Mann, ich freue mich da so drauf. Du, seit 30 Jahren hatte ich keine Zeit mehr, um Federball zu spielen. Aber damals am Strand, als ich noch jung war, meine Güte, was hat mir das für einen Spaß gemacht, du? Herr Direktor, Federball spielen können Sie doch auch bei uns hier im Garten. Ja, vielen Dank, Frau Kunkel, aber ich habe mir das nun mal in den Kopf gesetzt. So, und nun... Nun habe ich Hunger. Willst du so essen? Nein. Das spare ich mir lieber für Anruf auf. So, kommen Sie, Johann. Pardon. Darf ich bitten, Herr Kesselhut? Herr Geheimrat, darf ich nicht zumindest ab und zu mal Ihr Hotelzimmer aufräumen? Nein. Ich komme auch bloß, wenn mich niemand sieht. Na ja, vielleicht. Ich glaube, Ihr Vater ist ein bisschen Mallenkopf. Na ja. Jeder Mensch hat seinen kleinen Vogel. Sie wollen ihn doch nicht wirklich als armen Mann verreisen lassen. Warum nicht? Die würden ihn doch sofort wieder rausschmeißen. Nur wenn er als armer Mann da ankommt. Das verstehe ich nicht. Macht nichts, Kunkelchen. Wir werden das Kind schon schaukeln. Kümmern Sie sich erstmal um das Abendessen, ja? Schulze heißt er und der wohnt Postlauf. Hallo? Ja, hier ist die Hamburger Nummer 1246. Verbinden Sie mich bitte mit dem Grand Hotel Wellenblick auf Amrum. Aber schnell bitte. Ja, ich warte. Oh, hauer. Das hat schon bessere Zeiten gesehen. Oh, als ob der Stoff eine Gänsehaut hätte. Hier, Hamburg 1246, ist da das Grand Hotel Wellenblick auf Amrum? Den Direktor bitte. Oh, Vater, du bist und bleibst ein Kind, du. Ja, sind Sie der Hoteldirektor? Das freut mich, hören Sie zu. Morgen trudelt ein Gewinner von dem Putzblank-Preisausschreiben bei Ihnen ein. Das freut Sie. Freuen Sie sich nicht zu früh. Dieser Gast kann Ihnen eine Menge Ärger machen. Er gibt sich als armer Schlucker aus, obwohl er ein Millionär ist. Ein Multimillionär sogar. Warum? Das ist ein Spleen von ihm. Er will wissen, wie man mit armen Leuten umgeht. Er ist ein Kind, verstehen Sie? Ich habe ihn furchtbar gern und mir liegt daran, dass ihm nicht wehgetan wird. Er darf auf keinen Fall zu wissen kriegen, dass Sie Bescheid wissen. Er muss sich davon überzeugen, dass die Leute ihn für einen armen Schlucker halten und trotzdem behandeln, wie er das gewohnt ist. Also, passen Sie auf. Am besten ist, Sie schreiben sich das auf. Er lässt sich jeden zweiten Tag massieren. Er sammelt Briefmarken. Am liebsten isst er Nudeln mit Rindfleisch oder andere Hausmannskost. Oh, was die Getränke angeht, ist er ziemlich krüsch. Französischen Cognac trinkt er für sein Leben gern. Auf jeden Fall ein Glas, bevor er schlafen geht. Ach, und haben Sie siamesische Katzen? Nein? Dann besorgen Sie ihm ein paar, ja? Für sein Zimmer. Ich überweise Ihnen morgen 1000 Mark. Wie? Ach so, natürlich. Also er reist unter dem Namen... Hilde? Doch, natürlich. Irene, ich kann dich so gut verstehen. Das Problem habe ich auch. Oh, Hilde. Entschuldigung, Irene, ich muss aufhören. Ja, tschüss, bis morgen. Tschüss. Ja, Papa? Was habt ihr Frauen bloß immer zu telefonieren? Herr Geheimrat von Hilde, darf ich zu Tisch bitten? Ach, danke, Kugelchen. Oh, weiße Bohnen mit Knackwurst. Ich hab einen Hunger. Weiße Bohnen mit Knackwurst. Und sowas will ein Millionär sein. Ein Millionär? Ja, und was für ein Millionär? Und außerdem ein großes Kind. Was? Er hat ein Kind? Nicht hat. Ist er selber das Kind. Und darum will er die Menschen kennenlernen, aber ohne, dass die Leute das merken. Oh, ist das aufregend! Aber woher wissen Sie das alles? Da hat uns eine Frau angerufen. Wahrscheinlich seine Geliebte. Was? Eine Geliebte hat er auch? Eine? Das ist ein Millionär. Oh, Junge, ist das aufregend! Abendessen! Süß auf, du Dutzbattel!
Meine Damen, ich kann mich doch darauf verlassen, dass Sie nichts weiter erzählen. Aber klar doch, Herr Polter. Klar doch, Polter. Von uns kriegt keiner was zu wissen. Oh. Ich bin ja sowas von neugierig auf diesen Millionär. Darf ich Sie daran erinnern, dass der Gong fürs Abendessen gerade gegongt hat? Abendessen. Die anderen Gäste sitzen alle da und warten auf das Futter. Die scharren schon alle mit den Füßen. Polly, wie viel Mut? Dann muss ich mich ranhalten. Essen Sie aber nur nicht zu viel, Frau Kasparius. Was meinen Sie denn damit, Frau von Meisenstein? Naja, nur für den Fall, dass Sie den kleinen Millionär noch zum Nachtisch vernaschen wollen. Hm. Sie haben wohl selber Appetit, was? Frau Kasparius! Herr Rektor! Eine fiese Person. Frau von Meisenstein! Ah, Herr Direktor! Ach, ist das aufregend. Wie alt ist er denn? Wer? Na, unser anonymer Millionär. Ich verstehe nicht. Oh, Sie kleiner Schäker, Sie... Abendessen. Ich muss mich beeilen. Ich habe ordentlich Appetit. Dann wird der Hund in der Pfanne verrückt. Die Gäste wissen das schon alles. Ja. Sicher hat das Personal dann wieder alles ausgeplaudert. Nicht das Personal. Ich habe Ihnen das erzählt. Was? Ich habe die Damen aber gebeten, da nicht drüber zu sprechen. Sie wissen doch ganz genau, was das für Klatschtanten sind. Ja, darum habe ich den beiden das ja auch erzählt. Sind Sie verrückt geworden? Sind Sie plepp? Nein! Warum haben Sie das denn ausgeplaudert? Können Sie mir das mal erklären? Weil ich glaube, dass das besser ist, wenn unsere Stammgäste das wissen. Wieso? Nach Kiezimol. Das Wetter wird gerade schlechter. Ja, und wenn die Leute nicht in die Dünen oder auf den Kniepsern zum Spazieren und Schwimmen und Laufen können, dann werden sie rampendösig. Ja, und da kommt doch so ein falscher Millionär gerade recht. Als Ablenkung und zum Zeitvertreib. Und außerdem kann sich nun niemand mehr beschweren. Beschweren? Ja. Stellen Sie sich doch mal vor, unsere Gäste würden diesen Millionär rausekeln. Ja, warum? Sie glauben, dass er ein armer Teufel ist. Der könnte unser Hotel doch einfach platt machen. Geld genug hat er doch. Da könnten Sie recht haben, Polter. Ja, so wie meistens, Herr Direktor. Wahrscheinlich haben Sie recht. So wie immer. Oh, der Dampfer ist da, muss gleich da sein. Haben Sie alles in Gang gesetzt, Polter? Er kriegt Apartment Nummer 7, der Cognac steht parat, die siamesischen Katzen sind heute Nachmittag gekommen und die Briefmarken habe ich für ihn. Aber er darf nicht wissen, dass wir wissen, was wir wissen. Ja, wissen wir ja auch nicht. Wieso? Ach so, ja. Wissen wir ja nicht, was wir haben. Herr Direktor. Neue Gäste! Achtung! Vielleicht ist er da schon dabei! Bitte sehr! Bitte sehr! Oh, entschuldigen Sie! Oh, das war meine Schuld! Darf ich bitten? Nach Ihnen! Nach Ihnen! Nach Ihnen! Bitte sehr! Bitte sehr! Auf gar keinen Fall! Ich habe Zeit! Vielen, vielen Dank! Das ist sehr freundlich von Ihnen! Guten Tag! Guten Tag. Ich hätte gern ein schönes Zimmer auf der Sonnenseite mit Bad und Balkon. Leider haben wir da keine große Auswahl mehr. Der Preis spielt keine Rolle. Zimmer 16 ist noch frei. Das gefällt Ihnen ganz bestimmt. Seien Sie doch bitte so freundlich und füllen dieses Formular aus, Herr... Moment. Kesselhut. Herr Kesselhut. Schifffahrtslinienbesitzer Johann Kesselhut. Und was können wir für Sie tun? Tja, also mit mir ist das so eine Sache. Ich heiße Dr. Fritz Hagedorn und habe den ersten Preis von den Putzblankwerken gewonnen. Also ich will hoffen, Sie wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid, nicht Polter? Ja, wir wissen Bescheid. Herzlich willkommen im Hotel Wellenblick. Das ist eine große Ehre für uns. Wir wollen alles tun, dass Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen. Ja, das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Haben wir denn für Dr. Hagedorn ausgesucht? Ich glaube, wir geben ihm Apartment Nummer 7. Nummer 7? Page, ich bin schon da. Nummer 7. Ja, wo haben Sie denn Ihr großes Gepäck, Herr Hagedorn? Nirgendwo, ich habe kein großes Gepäck. Herr Hagedorn hat
kein großes Gepäck. Was es so alles gibt, ne? Ja, Sie wollen sich nur sicher ein bisschen frisch machen und mit uns zu Abend essen. Das gibt heute Nudeln. Mit Rindfleisch. Oh, vielen Dank, aber ich bin satt. Meine Mutter hat mir mal wieder viel zu viele Stullen eingepackt. Stullen, das ist lustig. Ich finde Stullen nicht lustig, aber sie schmecken. Ja, wir sehen uns ja nachher noch. Ja. So? Darf ich bitte? Augenblick, ich brauche noch eine Postkarte. Da! Ja, und eine Briefmarke. Ich muss meiner Mutter gleich schreiben, dass ich gut angekommen bin. Sonst macht sie sich wieder Sorgen und kann nicht schlafen. Was kostet die? Ich schreibe das auf. Na, lieber nicht. Schulden soll bloß der machen, der eine Menge Geld hat. Der ist gut. 15 Pfennige zusammen mit der Briefmarke. Ja, bitte. Na denn. Oh, Herr Dr. Hagedorn, bevor ich das vergesse, interessieren Sie sich zufällig für Briefmarken? Ich habe keine Kinder. Nicht für Ihre Kinder, für Sie. Naja, vielleicht kriegt man ja mal Kinder. Darf ich also weiter sammeln? Tun Sie das, soll ja ungefährlich sein. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Wieso sammeln Sie für diesen Herrn Briefmarken und warum gibt es für ihn Nudeln mit Rindfleisch? Das gibt seltsame Menschen. Dieser junge Mann zum Beispiel ist ein Millionär. Oh, hätten Sie das für möglich gehalten? Nee. Stimmt aber trotzdem. Oh, er darf bloß nicht wissen, dass wir das wissen. Er will uns nämlich auf die Probe stellen. Aber da hat uns jemand telefonisch gewarnt. Das ist ein netter Mensch. So richtig freundlich. Und er spielt seine Rolle gar nicht schlecht. Ja. Ich bin mal neugierig, was er zu den siamesischen Katzen sagt. Siamesische Katzen? Ja, dreist du. Das hat uns der Anrufer nämlich auch verraten. Genauso, dass er Briefmarken sammelt. Ich muss sofort. Ich muss. Ja? Ich muss lappen. Gehen, betteln und hausieren verboten. Da haben Sie denn das schön draußen gesehen. Auf Wiedersehen. Sie wollen also schwimmen gehen. Ja, aber ich kann noch gar nicht schwimmen. Meinen Sie, dass ich das noch lernen kann? Ja, das haben mir schon ganz andere Leute gelernt. Machen Sie Privatschwimmkurse, so ganz allein. Muss ja nicht jeder mitkriegen, dass Sie am Anfang immer wieder untergluckern. Untergluckern? Ja, und was passiert, wenn man zu lange unter Wasser gluckert? Keine Angst. Wir haben in Wittdün einen ganz tüchtigen Doktor. Der hat schon viele wieder ins Leben zurückgeholt. Und dann ist ja nicht so schlimm. Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn schon wieder? Sie haben doch eben selbst gesagt, auf Wiedersehen. Nee, ja, da bin ich wieder. Wir kaufen nichts. Ach, Sie sollen ja auch gar nichts kaufen. Was wollen Sie dann hier? Wohnen. Oh, bester Mann. Dieses Hotel ist sicher ein paar Mark zu teuer für Sie. Gehen Sie ins Dorf zurück, da gibt es einfache und billige Gasthäuser für Touristen. Ja, vielen Dank, aber ich bin kein Tourist, sehe ich so aus. Und dann ist das Zimmer, in dem ich hier wohnen soll, ja auch viel billiger. Ein Klapskalli! Guten Abend! Na endlich! Das wird auch langsam Zeit, dass Sie mal guten Abend sagen. Ich dachte schon, das Personal in diesem Hotel hat überhaupt keine Manieren. Verschwinden Sie, aber Bats of the Stay, sonst lasse ich Sie rausschmeißen. Also nun langt mir das, ja? Ich heiße Schulze und bin der zweite Gewinner von dem Preisausschreiben und soll hier im Hotel Wellenblick 10 Tage umsonst Urlaub machen mit Essen und Trinken. Frei, hier ist das Schreiben. Sie sind der zweite Schulze. Einen Augenblick. Wollen wir nicht lieber wieder abreisen? Kein Wort mehr! Aber Herr Geheimrat... Sie kennen mich nicht. Haben Sie das nun endlich verstanden? Jawohl, Herr Geheimrat. Wenn Sie mich noch einmal kennen, dann kenne ich mich vor Wut selbst nicht mehr. So, nun lassen Sie sich von dem Liftboy da hinten Ihre Koffer aufs Zimmer bringen, so wie jeder neue Gast, der hier ankommt. Wie Sie wünschen, Herr Entschuldigen Sie. Oh, entschuldigen Sie. In welchem Stockwerk ist dieses Zimmer? Ich bin eben erst angekommen. Im ersten Stock. Hier ist der Lift. Wissen Sie vielleicht, wo es hier einen Briefkasten gibt? Nein, leider nicht. Ich gehe zu Fuß. Ich bin auch eben erst angekommen. Ich bringe Ihnen das Gepäck gleich auf. Sie haben noch kein Zimmer? Nein, die Herrschaften hier sind sich noch nicht einig, ob sie sich das überhaupt leisten können, hier unter diesem bescheidenen Dach ein Bett zu geben. Seien Sie mir nicht böse, mein Herr, aber ich glaube, ich weiß, wer Sie sind. Sie kennen mich. Ich habe da so einen merkwürdigen Verdacht. Sie sind aus Hamburg. Ja. Sie haben was mit den Putzblankwerken zu tun. Och, und Sie heißen Schulze. Ja, richtig. Ich
Herr Schulze! Aber woher wissen Sie das? Ja, ich weiß sogar noch viel mehr. Sie haben den zweiten Preis in den Preisausschreiben gewonnen. Sehen Sie, ich gehöre nämlich zu den kleinen Propheten. Und jetzt müssen Sie raten, wie ich heiße. Sagen Sie nichts. Hagedorn. Sie heißen Hagedorn, Dr. Fritz Hagedorn. Richtig. Von uns beiden kann man noch was lernen, ne? Ich gratuliere auch zum ersten Preis. Ach, zum siebten. Wieso das denn? Ja, weil das nicht der erste Preis ist, den ich gewonnen habe. Vor 3 Jahren war das eine große Mittelmeerreise, dann 2 Wochen im Palasthotel von Châteauneuf, dann eine norddeutsche Seebäderreise vom Verkehrsverein, dann die Gratiskur in Bad Pystian, dabei war ich gar nicht krank, dann die Reise mit dem Flieger nach Stockholm und im letzten Frühjahr 14 Tage Malta und jetzt der siebte Preis von den Putzblankwerken. Da kann die Hausfrau nur frohlocken, wäscht sie mit Putzblank Seifenflocken. Das ist ja ein Ass. Ach, aber ein Ass ohne Stellung. Seit Jahren lauf ich mir die Hacken schief, um eine Stellung in der Werbebranche zu finden. Nur vergebens. Immer wenn ich aufkreuze, war schon der Neffe vom Personalchef vor mir da. Da kannst du noch so schön was dichten, sie nehmen die Neffen und die Nichten. Sie sind doch ein Fachmann. Ja, so ist das. Und ich glaube, ich bin gar nicht mal schlecht. Und was ist mit Ihnen? Mit mir ist das auch so. Hm? Auch ohne Stellung? Naja, ich bin selbstständig. Das klingt natürlich besser. Aber erzählen Sie doch ein bisschen mehr von sich. Bis jetzt weiß ich bloß, dass Sie Schulze heißen. Ja, ich auch. Bitte? Wollten Sie nicht die Ansichtskarte da im Briefkasten werfen? Ja, richtig. Das hätte ich ja fast vergessen. Meine Mutter macht sich immer gleich Sorgen, wenn ich auf Reisen bin. Dann rufen Sie sie doch an. Sie hat gar kein Telefon. Nee, sie kriegt die Karte hier und weiß Bescheid. Wissen Sie was? Wir suchen gemeinsam nach einem Briefkasten. Ich muss ja auch wissen, wo einer ist, wenn ich mal nach Hause schreibe. Ja, das machen wir. Ja. Ich meine, es ist ja auch kein Problem. Da! Ja, unser verkappter Millionär und dieser Herr Schulze. Arm in Arm, wie Plüsch und Plump. Da wird der Hund in der Falle verrückt. Das hat uns gerade noch gefehlt. Holter, hört Sie zu. Jawohl. Ich stecke den Schulze in die freie Mädchenkammer unterm Dach. Wieso? Ja, da hat das noch keine von den Dienstmädchen das lange ausgehalten. Und Sie, Sie bringen dem Millionär vorsichtig bei, dass uns das janierlich ist, dass er ausgerechnet in unserem feinen Hotel so einen armen Strunche kennenlernen muss. Dass wir den Schulze nicht einfach rausschmeißen können, das versteht er ja wohl. Aber morgen oder übermorgen, da geht er. Da geht er freiwillig. Das können wir bloß hoffen. Ach, der Dr. Hagedorn, das ist ja noch ein Kind. Das hat auch das Fräulein am Telefon gesagt. Sorgen Sie dafür, dass die anderen Gäste den Schulze gar nicht erst zu sehen kriegen. Aber schnell, bevor die anderen Gäste aus dem Speisesaal kommen. Ein Brach an unserem feinen Hotel. Da wird er nach unten ein Pfannenfahrer. Ja, vielleicht ist ein einfacher Briefkasten ja nicht. Herr Schulze, kann ich Ihnen nun Ihre Unterkunft weisen? Ja, ja. Darf ich Ihr Gepäck nehmen? Und das ist nett. Nichts, das kann er selber schleppen. Hau ab. Mein lieber Herr Schulze, wir sehen uns doch noch. Ja, ja. Herr Schulze ist leider müde von der langen Reise. Oh, da irren Sie sich aber ganz gewaltig. Nein, wir sehen uns noch, Dr. Hagedorn. Ja, ist ja gut. Herr Dr. Hagedorn, das tut uns aufrichtig leid, dass dieser Mensch ausgerechnet der erste Gast ist, den Sie hier kennenlernen. Ja, mir tut es gar nicht leid. Wenn ich das so sagen darf, er passt einfach nicht in diese Umgebung. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ja, ich weiß. Ach so, noch was. Gibt es hier in jedem Zimmer Tiere? Tiere? Sie haben Tiere in Ihrem Zimmer? Ich meine Katzen. Ach so. Haben wir denn Ihren Geschmack getroffen? Ja, doch, doch, die Biester sind ganz niedlich. Ich meine, haben die anderen Gäste auch alle 3 Katzen auf dem Zimmer? Das ist bloß eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Oh, Herr Dr. Hagedorn, wir haben für morgen früh den Masseur für Sie bestellt. Was will denn der Knochenbrecher von mir? Massieren? Ja, das ist ja sehr freundlich von dem Mann, aber wozu soll das gut sein? Die Massage hält die Muskeln frisch und die Haut wird auch besser mit Blut versorgt. Ja, bitte, wenn da nichts Übles nachkommt, soll mir das recht sein. Hier selbst sind wir mir für Freiübungen, was? Frei? Übungen? Ja, frei! Lassen Sie von mir nicht abhalten. Auch guten Tag. Oh, gnädige Frau! Sie müssen wissen, ich bin heute Morgen hingefallen. Sie sind hingefallen? Wo denn, wenn ich fragen darf?
Becher, gucken Sie doch mal nach. Ich glaube, mein Wasserhahn tropft. Der Holzweg durch die Dünen, der war so glatt, dass ich ausgerutscht und auf die Kante gefallen bin. Aber entschuldigen Sie bitte, das geht schon wieder. Gnädige Frau? Sie haben sich doch wehgetan. Darf ich Sie um Ihre Hand bitten? Ich hoffe, Ihnen das hilft. Ja, das ist wirklich zu freundlich von Ihnen, Herr. Herr. Darf ich mich vorstellen? Hagedorn. Das freut mich. Ich heiße Kasparius. Ja. Sehr erfreut, aber leider habe ich nicht viel Zeit. Post, leidige Geschäfte. Oh, aber Sie sind doch hier, um Ferien zu machen. Das ist ein Irrtum. Ich bin bloß hier, weil ich in einem Preisausschreiben gewonnen habe. Oh, wie aufregend. Amrum und das Hotel Wendig wird Ihnen sicher sehr gut gefallen. Auf der einen Seite der Sport, auf der anderen Seite das Tanzvergnügen. Dort die Seeluft, hier Parfüm. Ich sag ja immer, hier sind die Natur und der Mensch allerbest aufeinander abgestimmt. Es gibt Leute, die das nicht mögen. Bloß, die keinen Geschmack haben. Und es gibt Leute, die sich das nicht leisten können. Also ist das auch eine Geldfrage. Ach, nun reden Sie doch nicht immer so vom Geld. Das tut ja schon mein Mann. Er hat eine Zigarrenfabrik in Bremen. Ja, zum Glück ist er zu Hause geblieben. Er kümmert sich um seinen Tabak und passt auf die Kinder auf. Und darum bin ich hier auch so einsam. Ich bitte Sie, grüßen Sie Ihre Familie von mir. Ach, nun setzen Sie sich hier doch wieder hin. Mein Bein tut so weh. Gucken Sie doch mal nach. Glauben Sie, dass da was gebrochen ist? Ich bin zwar Doktor, aber kein Mediziner. Ich bin Werbefachmann. Ich habe meine Dissertation über die psychologischen Gesetze der Werbewirkung geschrieben. Ja, und wie ist die Werbewirkung, Herr Doktor? Lassen Sie uns bei der Medizin bleiben. Sie können sicher bald wieder tanzen gehen. Oh, was für ein großartiger Einfall! Kommen Sie doch heute Abend einfach mit zu dem Tanzabend in das Lokal zum scharfen Jäger. Ich tanze für mein Leben gern, besonders wenn das da so freudig tut. Morgen? Bisschen schwimmen und mit dem Bauch in der Sonne liegen? Mach ich gern, von klein auf an. Dann lassen Sie uns doch zusammen schwimmen und ein bisschen planschen. Und danach gehen wir in die Dünen und machen uns das da so richtig gemütlich. Was zum Essen nehmen wir einfach mit? Die wendigen Lunchpakete sind weltberühmt. Und wenn das in den Dünen nicht warm genug ist, dann rücken wir unter der Wolke. Liebe Frau, darf ich auch mal was sagen? Ja. Haben Sie siamesische Katzen auf Ihrem Zimmer? Was? Ja, oder andere Tiere? Das will ich nicht hoffen. Ich meine Hunde oder Seelöwen, Kaninchen, Stubenfliegen. Tut mir leid, ich bin da das einzige lebendige Wesen. Wohnen Sie auch in der dritten Etage? Also ich möchte bloß mal wissen, warum auf meinem Zimmer drei siamesische Katzen sind. Oh, kann ich mir die drei Lückentierchen nicht mal angucken? Ich hab Katzen so und so gern. Die sind so lieb. Und bleiben einem doch so fremd. Ach, das ist eine aufregende Liebschaft. So nah bei und doch auf Abstand finden sie mich auch. Ich hab keine Erfahrung mit Katzen. Denn nehmen Sie sich in Acht. Ich bin nämlich auch eine Katze. Kommen Sie, zeigen Sie mir Ihre drei glücklichen Katzen. Ich glaube, meine Katzen schlafen schon. Wir werden sie nicht aufwecken. Wir werden ganz leise sein. Das verspreche ich Ihnen. Wo wohnen Sie eigentlich? Sie können also wieder laufen. So weit, wie Sie wollen. Gut, dann darf ich jetzt wohl gehen. Ich muss noch auf die Post. Oh, aber nicht vergessen. Wir wollen morgen planschen. Und in die Dünen. Bis morgen. Junge, die ein Tempo am Leibe. Jetzt weiß ich auch, was meine Mutter mit gefährliche Brandung gemeint hat. Guten Abend. Oh!
Moment. Sie müssen entschuldigen, aber Sie müssen wissen, ich bin heute Morgen hingefallen. Ja, ich weiß. Der Holzweg durch die Dünen war ziemlich glatt. Sie sind ausgerutscht und hingefallen. Bitte was? Und meine Katzen schlafen schon und dürfen auf gar keinen Fall weg. Manieren. Also das müssen Sie verstehen. Als armer Mann darf er keine Manieren haben. Als Millionär braucht er keine. Wenn Sie kein Portier wären, dann hätten Sie auch Philosoph werden können. Grand Hotel Wellenblick. Der Lumpenball. Morgen Abend, nette Frau. Für Gäste, die nicht im Hotel wohnen, kostet das 3 Mark Eintritt. Ja, um 8 geht's los. Guten Abend, nette Frau. Sagen Sie mal, ein kleineres Zimmer haben Sie wohl nicht. Leider nicht. Wir haben nichts mehr frei. Das Hotel ist voll. Ja, aber das Kabuff hat kein Bad und kein Klo. Ja, was brauchen Sie ein Bad? Das war ein Waschbecken in der Stube. Und das Klo ist auf der 4. Etage. Da können wir mal eben runtergehen. Ach, dann ist es ja mal ein Glück, dass der Doktor mir so viel Bewegung verschrieben hat. Ich danke auch für so viel Rücksicht. Oh, bitte, bitte. Wir tun, was wir können, damit die Gäste zufrieden sind. Naja, dann werde ich die meiste Zeit hier unten zubringen. Hier ist ja mehr Platz und das Klo ist auch dicht bei. Ja, ich bin ja mal gespannt, was die Putzblankwerke dazu sagen. Sobald ein größeres Zimmer frei wird, dann können Sie ja umziehen. Ach, das eilt nicht. Eigentlich mache ich so eine enge kleine Stube mit schiefen Wänden und einem winzigen Waschbecken ja ganz gern. Bin ich mehr dran gewöhnt. Dann haben Sie Ihren Geschmack ja doch ein bisschen getroffen. Ja, das könnte gar nicht besser sein. Hallo, Herr Schulze, was machen Sie denn da? Auch Freiübung? Ja, eigentlich wollte ich dem Direktor ein Pad in Allerwertesten geben, aber das ist noch zu früh. Der Tritt kommt erstmal in die Spardose. Und warum? Um Ihnen das zu erklären, müsste ich Ihnen die kleine Stube zeigen, die man mir hier gegeben hat, aber das geht nicht. Und warum nicht? Zwei haben da keinen Platz drin. So klein? Ich habe schon Schuhkartons gesehen, die größer sind. Und, wie ist es bei Ihnen? Ein großer Salon und ein wunderschönes Schlafzimmer und natürlich ein extra Klo und feines Badezimmer mit weißen Kacheln. Das ist ein extra Klo und weißes Bad? In meinem Kabuff gibt's nicht mal warmes Wasser. Ich habe sogar ein Zimmerfräulein, die mir französischen Cognac ans Bett bringt. Cognac? Was habe ich mein Lebtag noch nicht getrunken? Adel? Bitte sehr. Hier, bringen Sie doch mal die Ansichtskarte zum Briefkasten. Ja. Hier, Moment. Das ist Brief. Vielen Dank auch. So ein wunderschönes Zimmer, Cognac auf dem Nachttisch. Ich verstehe das nicht. Cognac. Französischer, ne? Eigentlich trinke ich lieber mal Clare oder ein Geneva. Mit so einem teuren französischen Schlabberkram kenne ich mich nicht aus. Sie denn? Ja, ja. Ja, aber bloß so theoretisch, ne? Und Katzen habe ich auch im Zimmer. Katzen? Siamesische, glaube ich, können tüchtig kratzen. Ja, bloß wenn man sie nicht richtig behandelt. Kennen Sie sich mit solchen Viechern auch aus? Na ja, auch wieder mehr so theoretisch. Ne? Und haben Sie denn noch eine Theorie dafür, warum wir zwei hier so ungleich behandelt werden? Ich ahne da was. Wirklich? Das kann nur einen Grund dafür geben. Die glauben hier, sie sind es gar nicht, sie sind ein ganz anderer. Irgendjemand spielt hier einen Schabernack. Vielleicht hat sie erzählt... Wieso Sie? Na ja, oder er. Vielleicht hat irgendeiner unter die Leute gebracht, dass sie der Thronfolger von Albanien sind oder aus einer Multimillionärsfamilie. Sehe ich so aus? Ach, das gibt genug extravagante Leute, die das Geld haben, sich Extravaganzen zu leisten. Ich bin nicht extravagant. Ich bin kein Thronfolger und auch kein Millionär. Ich bin armer Schlucker. Meine Mutter war vorher noch auf der Sparkasse, damit ich mir hier an der Nordsee ein paar Buttel Bier leisten kann. Vielleicht liegt es ja daran, dass Sie so nett und angenehm sind. Oh, warte. Finden Sie? Ja, ich finde Sie wirklich nett. Ich finde Sie auch nett. So, und jetzt gehe ich zum Hoteldirektor und erzähle ihm, dass man ihn auf den Arm genommen hat und dass ich genauso ein kleines, enges Zimmer haben will wie Sie. Nein, 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 nein. Lieber Hagedorn,
Machen Sie doch keine Dummheiten. Wir haben doch beide nichts davon, wenn Sie neben mir auch in so einer engen Stube wohnen. Nein, seien Sie schlau, behalten Sie Ihr Partner. Lassen Sie sich doch einfach zweimal am Tag eine Buddel Cognac kommen. Dann weiß ich ja auch immer, wo ich mal hin kann, wenn mir das kommt. Ab und zu ein paar Katzen ins Bett legen. Ich meine, was schadet das denn? Ich habe eine kapitale Idee. Wir tauschen einfach die Zimmer. Wir erzählen dem Direktor, er hat sich vertan und Sie sind der rechtmäßige Thronfolger von Albanien. Ist das gut? Ja, sehe ich so aus. Ja, so richtig aussehen tun Sie nicht danach. Na ja, und dass ich ein Millionär bin, das darf man mir doch nun erst recht. Aber ich will kein anderer Mensch sein. Tun Sie es mir zuliebe. Also gut. Aber bevor wir abreisen, machen wir das am schwarzen Brett bekannt, dass dieses Hotel von irgendeinem Faxenmacher reingelegt worden ist. Abgemacht? Abgemacht. Aber bis dahin bleiben Sie der geheimnisvolle Keiner kennt ihn. Das sind doch alles bloß Nieten. Setz deine Nase auf und quatsch nicht durchs Band. Ein Lumpenball. Wie albern. Kerstlut, Sie wollen sich nicht verkleiden? Ich finde so etwas nicht komisch. Nur beim dunklen Anzug zum Lumpenball? Warum denn nicht? Es gibt auch Lumpen im Frack. Und wie unklug durch das Hotel jachtern. Wenn die Leute Ferien haben, dann wollen sie sich amüsieren. Amüsieren? Und was an einer Pappnase so besonders lustig sein soll, das will mir auch nicht in den Kopf. Herr Kesselhut, bei mir ist das was anderes. Ich habe die Pappnase bloß auf, weil ich im Dienst bin. Ah. Herr Polter? Ja. Ist da Post für mich? Oh ja, da ist ein Brief für Sie gekommen, Herr Dr. Hagedorn. Von meiner Mutter. Und hier sind noch Briefmarken aus dem Ausland. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, ich will mich nicht aufdrängen, aber ich habe gehört, dass ich ein Thronfolger bin oder ein Multimillionär. Ich weiß... Was? Sie sind doch Dr. Hagedorn, nicht? Sie haben doch das Preisausschreiben der Putzplankwerke gewonnen. Das stimmt ganz gewiss. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich mich vorstellen? Kesselhut. Hagedorn. Darf ich Sie zu einem Glas Rotwein einladen, Herr Doktor? Gern, aber nicht im Saal, bitte. Nein, nein, hier draußen ist es ja viel ruhiger, ne? Ach, bestellen Sie uns doch bitte zwei Glas Rotwein, ja? Mit Vergnügen. Page! Ja! Na, na? Zwei Glas Rotwein! Sag mir bitte! Nicht? Sie haben sich ja gar nicht verkleidet, Herr Kesselhut. Ich verkleide mich nicht. So etwas liegt mir nicht. Ich gratuliere auch zum ersten Preis. Vielen Dank. Ich habe gehört, die Werbebranche ist Ihre Profession, Herr Doktor. Ach, jetzt sagen Sie doch nicht Doktor zu mir. Ich habe damals die Prüfung bloß gemacht, weil ich meiner Mutter nichts anderes zu Weihnachten schenken konnte. Ja, wie heißt es so schön? Der Zweck heiligt die Mittel, nicht? Ja, aber viel genützt hat mir der Doktortitel auch nicht. Nach dem Studium hatte ich für eine kurze Zeit eine Stellung. 500 Mark im Monat habe ich verdient, aber die Firma ging pleite. Ja, haben denn die Putzplankwerke kein Interesse, Ihnen eine Stellung zu geben, Herr Doktor? Das sollte man denken, nicht? Na ja. Ja, ich bin doch hingefahren und habe mit einem Herrn Direktor Thielmann gesprochen. Oh. Bitte.
Er hat mir gratuliert zu den wunderbaren Reklamereimen, die ich für die Seifenflocken gefunden hatte. Der Werbeerfolg war sogar schon zu merken, aber eine Stellung hätten Sie im Augenblick nicht frei. Naja, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Und warum sind Sie da überhaupt hingefahren? Ja, ich habe dem Direktor einen Vorschlag gemacht. Die Firma sollte mir statt der Reise lieber das Bargeld geben. Und? Theater, so wie immer. Das geht nicht. Der Preis ist nun mal so festgelegt worden. Und außerdem, Amrum ist doch eine wunderschöne Insel. Das Wellenbeck, ein feines Hotel. Ich würde auch die beste Gesellschaft treffen. Ich sollte meine Ansichtskarte schicken. Er selbst hätte keine Zeit, einfach so im Sommer zu verreisen. Und man könnte richtig neidisch werden. Und so sehr. Und so weiter. Danke sehr. Danke. Ja. Lassen Sie uns trotzdem auf den ersten Preis trinken, den Sie gewonnen haben. Herr Doktor! Herr Kesselhut! Mhm. Ich will mich klar und deutlich ausdrücken. Ich möchte gern wissen, ob ich Ihnen nicht helfen kann. Entschuldigen Sie bitte. Kannst du gar nicht. Das wäre großartig, wenn Sie mir helfen könnten. Ich kann Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann ich etwas für Sie tun. Ich kenne ein paar sehr, sehr wichtige Leute im Tobler-Konzern. Zum Tobler-Konzern gehören auch die Putzblattwerke, ist das nicht so? Ja, und ein paar andere Fabriken auch. Da ist bestimmt was zu machen. Was halten Sie davon? Ich könnte meiner Mutter doch gleich schreiben. Sie könnte meine Arbeiten in kleinen Karton packen und in 3 Tagen sind Hagedorns gesammelte Werke hier auf Amrum. Ja. Verstehen Sie was von Reklame, Herr Kessel? Aber ich möchte mir Ihre Werke trotzdem gern angucken und dann schicke ich sie zusammen mit einem kleinen Brief an den Geheimrat Tobler. Das ist bestimmt der beste Weg. An wen wollen Sie den Kram schicken? Geheimrat Tobler. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Wir sind fast jeden Tag zusammen. Das hält ja im Kopf nicht aus. Bester Mann, machen Sie keine Witze mit mir. Jetzt wird's ernst. Und der Geheimrat Tobler, der liest wirklich Ihre Briefe? Oh, er hält große Stücke auf mich. Wenn er sich meine Arbeiten ansieht, darf ich meiner Mutter jetzt gleich eine Postkarte schreiben? Ja. Wir sehen uns denn hinterher noch? Oh, das würde mich ausgesprochen freuen. Ja, ach so, hier wohne ich ja gar nicht. Das war ja da. Auch wenn ich sie gar nicht kenne. Ich brauche jetzt eine Postkarte. Ja, aber Ihre Briefe. Was? Achso, hätte ich ja beinahe vergessen. Zahlen muss ich auch noch. Heute ist vielleicht ein Tag. Da sagen Sie was. Ein schrecklich netter Mensch. So jemand muss man doch einfach unter die Arme greifen. Zu Diensten, Herr Kesselhut, zu Diensten. Ach, Herr Polter, entschuldigen Sie. Sagen Sie mal, dieser Herr Schulze. Oh, ein unangenehmer Kerl, nicht wahr? Ja, aber was sollen wir machen? Rausschmeißen können wir ihn ja nicht. Schließlich wird sein Zimmer ja bezahlt. Aber wir tun, was wir können, um ihn loszuwerden. Was soll das heißen? Heute Vormittag haben wir ihn den Hotelvorplatz fegen lassen. Fegen? Den Vorplatz. Und heute Nachmittag haben wir ihn ins Dorf geschickt. Zum Reklamelaufen und Handzettel verteilen. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Direktor Kühne. Er will ihn rausekeln. Aber ich glaube nicht, dass er das schafft. Der Schulze bleibt. Das ist ein Dicker. Das war wirklich interessant heute Nachmittag. Der Schuster hat mir was über die politische Lage in Asien erzählt, der Apotheker hat mich auf das Bier ins Gasthaus eingeladen und der Kaufmann hat gesagt, wenn ich für ihn auch mal Reklame laufe, dann wird er mir in Zukunft einen Rabatt geben. Also wenn das nicht interessant ist. Ja, mit der Reklametafel. Ja, gern. Hier, wollen Sie das auch mal probieren? Ich bin ganz sicher, dass ich in diesem Hotel noch eine große Karriere vor mir habe. Lauf, Junge, in einem Hotel! Vor einer Woche hätte ich da noch drüber gelacht. Aber glauben Sie ja nicht, dass Sie mich auf diese Art und Weise vorher aus Ihrem Hotel rausekeln können.
Mit ihnen werden wir auch noch fertig. Und diese Pappnadel steht Ihnen so gut. Hauen Sie bloß ab. Ja, ich fieche noch ein bisschen draußen vor der Tür, ne? Bewegung an der frischen Luft soll ja gesund sein. Ach ja, wissen Sie vielleicht heute schon, was Sie morgen mit mir vorhaben? Wenn Sie nichts dagegen haben, ich möchte zu und zu gern mal den Schornstein fegen. Aber Herr... Schulze! Dieser Mann ist doch blindblind! Der passt hier einfach nicht her. Der gehört auch eine Klapsmühle. Ich muss sofort telefonieren. Bitte geben Sie mir eine Leitung nach Hamburg. Die Nummer ist 1246. Einen Augenblick, das Telefon ist auf der anderen Seite. Bitte eine Leitung nach Hamburg. Die Nummer ist 1246. Ja, vielen Dank. Wird gleich verbunden, Herr Kettenhut. Holter, wie sehen Sie denn aus? Haben Sie die Gelbsucht? Noch nicht, aber das kann auch kommen. Dieser Schulze benimmt sich wie ein Flegel, der wird immer unverschämter. Was? Ist er obstinat? Im Gegenteil, das macht ihm Spaß. Was? Morgen will er den Schornstein fegen, das wäre ein alter Traum von ihm. Dann wird der Hund in der Pfanne verrückt. Traumhotel, Welt. Oh ja, danke. Ihre Leitung nach Hamburg, Herr Kesselhut. Kommen Sie, Polter, kommen Sie. Der Oberamtmann von Nummer 10 ist stockbesoffen. Wir müssen ihn da oben ins Bett bringen. So langsam wächst mir das hier alles über den Kopf. Ja, hallo. Fräulein Hilde, hier Kesselhut. Johann, meine ich. Nein, mir geht es überhaupt nicht gut, denn hier läuft alles verquer. Stellen Sie sich vor, Fräulein Hilde, Sie halten hier den Verkehrten für den Millionär. Ja, diesen Herrn Dr. Hagedorn. Und Ihr Vater hat auch kein Zimmer gekriegt. Nein, eine Rumpelkammer unterm Dach, ohne Klo und so. Ich habe mir das Zimmer heute heimlich mal angesehen. Das Fenster ist direkt über dem Bett und es regnet rein. Und eng ist das, Fräulein Hilde, eng! Das ist nicht zum Lachen, Fräulein Hilde. Ich habe das Zimmer heimlich aufgeräumt. Nein, mich hat niemand gesehen. Ja, wenn das alles wäre vielleicht, aber das kommt ja noch schlimmer. Stellen Sie sich vor, Fräulein Hilde, der fiese Portier hat den Herrn Geheimrat zum Fegen vor die Tür geschickt. Und von dem Rest, da möchte ich überhaupt nicht reden. Nun hören Sie doch mal auf zu lachen, Fräulein Hilde. Das Beste ist, Sie kommen hierher. Was, ich? Ja, wie soll ich das denn machen? Er will ja nicht mal, dass ich ihn kenne. Na gut, dann will ich das versuchen, aber das wird nicht einfach. Herr Kesselhut! Ich habe die Karte schon geschrieben. Darf ich Sie jetzt zu einem kleinen Schluck einladen? Später. Zuerst mal muss ich mich verkleiden. Sie, ich denke, Sie können es nicht ausstehen, wenn die Leute sich verkleiden. Ja, das stimmt. Aber wie heißt es so schön? Der Zweck heiligt die Mittel, nicht? Ja. Diese reichen Leute sind wirklich etwas extravagant. In diesem Hotel kann man schneller den Geist aufgeben als eine Postkarte. Ist denn hier keiner? Doch, hier ist einer. Sie haben mich gerufen, bester Herr. Ich habe eigentlich mehr an den Hotelpagen gedacht. Oh, gefall ich Ihnen dann gar nicht? Doch, wirklich nett und adrett sehen Sie aus. Oh, danke. Bitte. Finden Sie nicht auch, dass in diesem Kostüm meine Beine ganz besonders auffällig sind? Oh ja, das Kostüm lässt Ihre Beine noch schöner aussehen. Oh, Sie halten mich für flatterhaft, nicht wahr? Nein, es ist so... Sie haben ja recht. Ich bin flatterhaft. Leider. Aber ich war nicht immer so. Meine Art wird immer von dem Mann bestimmt, mit dem ich gerade zusammen bin. Ja, das ist bei vielen Frauen so. Wir passen uns eben einfach immer an. Mein erster Mann zum Beispiel, das war ein Biologe. Und damals, da war ich sehr klug. Mein zweiter Mann, das war ein Rennfahrer. Und in den 2 Jahren, da habe ich mich nur für Autos interessiert. Ich glaube, wenn ich mich in einen Turner verlieben würde, dann würde es nicht mehr lange dauern und ich könnte das Riesenrad. Ja, ich hoffe, Sie heiraten nie einen Feuerschlucker. Oh,
Wahrhaftigkeit, die lässt mich nicht mehr los. Ohne fremde Hilfe komme ich da wohl nicht mehr von ab. Dann gehen Sie doch zum Doktor. Was halten Sie von Flensburg? Was? Wollen wir nicht unsere Koffer packen und zusammen durchbrennen? Nach Flensburg? Ja! Wir fahren mit dem Dampfer rüber und dann mit meinem Auto weiter. Kommen Sie! Jede Stunde zählt. An ein Weiterleben nach dem Tod glaube ich nämlich nicht. Darum haben Sie es wohl auch so eilig, was? Störe ich? Nein, Sie stören doch nicht. Doch, Sie stören. Jetzt haben Sie alles vermasselt. Ach, das tut mir aber leid. Bringen Sie die Karte auf die Post, ja, aber bitte schnell. Marie. Mein lieber Herr Schulze, kommen Sie, ich muss Ihnen was erzählen. Wie der Mathe. Nee. Kennen Sie den Geheimrat Tobler? Den Geheimrat Tobler von den Toblerwerken. Tobler, mir ist, als hätte ich den Namen schon mal gehört. Hat der nicht was mit den Putzblankwerken zu tun? Genau der. Der Mann ist steinreich. Aber wahrscheinlich durch und durch verkalkt, so wie alle Millionäre. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich habe gerade eben mit einem Herrn gesprochen, der den alten Tobler persönlich kennt, der jeden Tag mit ihm zusammen ist. Na, was sagen Sie dazu? Hier im Hotel? Gewiss und wahrhaftig, ein Herr Kesselhut. Oh. Wir sind zusammen angekommen hier im Hotel und vor einer Viertelstunde hat er mich gefragt, ob er mir nicht beim Tobler-Konzern helfen soll. Meinen Sie, dass er das überhaupt kann? Ja, wenn er den alten Tobler persönlich kennt, dann kann das ja klappen. Herr Kesselhut will dem alten Tobler meine Arbeiten auf den Tisch legen. Ich will hoffen, dass der Tobler überhaupt was von Reklame versteht. Ist das nicht komisch? Da laufe ich mir seit Jahren vergeblich die Hacken schief nach der Stellung. Und dann fahre ich nach Amrum. Und kaum ist man da, fragt ein wildfremder Herr rein, ob er mir nicht eine Stellung im Tobler-Konzern verschaffen soll. Ich drück Ihnen beide Daumen. Ach, wenn das klappt, ich könnte mir vor Freude in den Hintern beißen. Das lassen Sie mal, das soll nicht gesund sein. Aber was halten Sie davon, wenn wir auf den alten, tannerigen Tobler eintrinken? Gute Idee. Darf es für die Herren was zu trinken sein? Ich hätte gern ein Bier. Ja, für mich auch. Das habe ich mir doch gedacht. Herr Kessel, großartig. Sie sehen ja fast so aus wie so ein herrschaftlicher Diener. Vielen Dank. Sie glauben gar nicht, wie mich das freut. Ja. Kleinen Franzosen dazu. Ja, darf ich vorstellen, das ist der Herr, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe, der den alten Tobler persönlich kennt. Herr Kesselhut, Herr Schulze. Angenehm. Ja, mir auch. Setzen Sie sich doch ein bisschen zu uns, Herr Kesselhut. Als Diener? Auf gar keinen Fall. Ich weiß, wo mein Platz ist. Herr Doktor, Herr Geheimrat. Geheimrat? Köstlich. Wo nehmen Sie bloß diese Ideen her? Ja, ne? So. Und Sie kennen also den alten Tobler persönlich? Ja, ich kenne ihn sogar bestens. Wir sind fast jeden Tag zusammen. Na, dann sind Sie wahrscheinlich Geschäftsfreunde. Wahrscheinlich, ja. Ich bin Reeder und wir sitzen zusammen im Aufsichtsrat, so nebeneinander. Donnerwetter, was ist denn das für eine Schifffahrtslinie? Da kann ich nicht drüber reden. Bloß so viel, sie ist nicht klein, bester Herr. Und Sie heißen Kesselhut? Johann Kesselhut, ja. Ach, Johann! Na ja, dann. Johann! Herr Geheimrat. Darf ich, Herr Geheimrat? Johann, Zigarre? Gern, Herr Geheimrat. Darf ich, Herr Geheimrat? Hier, Johann. Kinders, das klappt ja, als hättet ihr die Rollen über Jahre. So, Johann, nun setzen Sie sich aber zu uns. So eine Freiheit würde ich mir nie rausnehmen, Herr Geheimrat. Ich bin gern ein Diener. Johann hinsetzen. Gern, Herr Geheimrat. So, trinken wir darauf, dass Herr Kesselhut das schafft, für meinen jungen Freund hier bei dem alten Tobler eine Stellung an Land zu ziehen. Mach ich. Lieber Herr Schulze, wir kennen uns zwar noch nicht so lange, aber vielleicht sollten wir Herrn Kesselhut fragen,
ob er nicht auch für Sie beim alten Toblan kommt. Das wäre doch mal eine Idee. Ich will den Geheimrat Tobler gern fragen, ob er nicht auch Herrn Schulze einstellen will. Was machen Sie denn so beruflich? Ich bin auch Fachmann für Reklame. Das wäre doch zu und zu schön, wenn wir auch noch zusammen in einem Büro sitzen. Wir verstehen uns ziemlich gut, Schulze. Ja, so ist es. Was die Reklame angeht, da würden wir den Laden mal ordentlich aufmöbeln. Was, Herr Schulze? Jawohl, das machen wir! Der Tobler-Konzern braucht eine Verjüngungskur. Aha. Was ich in der letzten Zeit an Reklame gesehen habe, da kommen mir die Tränen. So? Ja, dilettantisch sag ich bloß. Aha. Da könnte man doch ganz anders loslegen, Herr Schulze. Ja, aber wie wollen Sie das denn machen? Mensch, Herr Schulze, wir zeigen dem alten Tobler, was wir für tüchtige Kerle sind. Jawohl, das machen wir. Ist er denn ein netter Mensch, der Tobler? Oh, mir gefällt er. Ich mag ihn. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Na ja. Das werden wir dann erleben. Trinken wir auf ihn. Der alte Tobler soll leben. Das soll er. Ich weiß auch, was ich tue. Wenn wir in Hamburg sind, rück ich dem alten Tobler auf die Pelle. Habt ihr eine Ahnung, wo er wohnt? Irgendwo in Blanken. Nee, das wissen wir nicht. Die Adresse, die kriegen wir schon raus. Ich gehe da einfach hin und klingel. Ding dong. Johannes klingelt. Schon unterwegs. Was wünscht der Herr? Gehen Sie mal an die Seite, junger Mann. Mit Personal gebe ich mich nicht ab. Ich setze mich einfach in seine gute Stube und gehe nicht eher weg, bis er uns eingestellt hat. Ist das gut? Ja, das ist eine großartige Idee. Ich freue mich jetzt schon auf das dösige Gesicht von dem alten Tobler. Wir zwei werden dem alten Tobler mal so richtig die Lippen lesen, ne? Ja. Da kann er sich drauf verlassen. Sie sind jetzt der Geheimrat Tobler. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung von Millionären, aber den alten tellerigen Tobler, den spiele ich. Und Sie sind sein Diener? Ja. Gerne, Herr Doktor. Junger Mann, was wollen Sie von mir? Herr Geheimrat? Ja? Sie brauchen zwei patente Fachleute, die was von Reklame verstehen. Nein. Doch. Doch? Was meinen Sie dazu? Johann, schmeißen Sie den Kerl die Treppe runter? Der ist mir leider zu schwer, Herr Geheimrat. Was ist Ihnen zu schwer? Wer ist Ihnen zu schwer? Na, er ist zu schwer. Werbung ist Strategie. Und wir Reklame-Fachleute, wir sind die Feldherren. Jawohl. Und unsere Aufgabe ist es, die Köpfe von Millionen von Menschen zu erobern. Hurra! Graf von Werbefritz. Stehen Sie auf. Also, wenn der alte Tobler Ihnen nun keine Stellung gibt, dann hat er sein Glück überhaupt nicht verdient. So verkeilt wird er doch wohl nicht sein. Mein lieber Hagedorn, ich habe schon lange keinen Mann mehr, das du angeboten. Bei Frauen, das ist ja was anderes. Da gibt immer mal Situationen, da kann man nicht sie sagen. Ne? Aber was halten Sie davon, mein Junge, wenn Sie nichts dagegen haben? Was denken Sie, wenn wir von nun an du zueinander sagen? Seit meiner Studentenzeit habe ich keinen wirklichen Freund mehr gehabt. Ich hätte mich nie getraut, Sie um Ihre Freundschaft zu bitten. Menschenskind, ich danke dir. Ich danke dir auch. Ich heiße Eduard. Ich heiße Fritz. Ich heiße Johann. Auf uns, drei Mann an der Küste.
Morgen, schönes Wetter heute. Ja, das ist selber. Guten Morgen. Guten Morgen wieder. Bei den Preisen in diesem Hotel, da kann man auch verlangen, dass das Wetter schön ist. Tür auf. Jawohl. Und man sollte auch verlangen können, dass man so ein Hotel nicht mit einem Landstreicher teilen muss. Sie sind mir so recht, gnädige Frau. Hallo Sie? Was ist? Können Sie nicht woanders schlafen? Ja, würde ich ja gern, wenn in meinem Zimmer genug Platz wäre. Ein Meckerbüdel. Aber ich kann ja mit zu Ihnen kommen. Sie nehmen doch gern mal jemanden mit in Ihr Bettchen, ne? Unverschämtheit! Tür auf! Jawohl. Ach, du. So langsam langt mir das mit diesem Schulze. Er vertreibt uns doch all die anderen Gäste. Schnarcht hier vor sich hin, als wäre das eine Wärmestube für Pennbrüder. Herr Schulze? Herr Schulze? Herr Schulze! Was ist denn nun schon wieder? Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Die Hoteldirektion würde Sie gerne um eine Minute Gefälligkeit bitten. Ah, darf ich jetzt endlich den Schornstein fegen? Können Sie vielleicht für ein paar Stunden am Hotelstrand aufpassen? Unser Bademeister kann heute leider nicht kommen. Ah, ist er krank? Hat er die Masern? Warum er nicht kommen kann, das geht Sie gar nichts an. Können wir mit Ihnen rechnen? Nee, heute nicht. Ich habe heute keine Lust. Vielleicht ein anderes Mal. Ist das Ihr letztes Wort? So ist es. Ach, Sie wissen doch, wie gern ich hier aushelfe, weil ich ja weiß, dass das Hotel so wenig Personal hat. Aber ich bin heute nicht in der richtigen Stimmung. Ich glaube auch, das Barometer fällt. Dann werde ich immer so wuschig. Kommt Sie mit, verdammt nochmal tot! Aber ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf. Lassen Sie mich los! Ich warne Sie, ich bin jähzornig. Glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben. Wir sprechen uns noch. Ja, sobald ich ausgeschlafen habe. Feuer, ein Donnerwetter. Ja. Seht ihr das? Bei dem Wetter wird doch sowieso niemand das tragen. Nicht mal auf das Wetter ist heute noch Verlass. Meine Frisur! Heute, ich muss dringend was mit Ihnen bereden. Also, da kann ich nur nichts für. Bin ich etwas? Ich mach das Wetter nicht. Ja, wer redet denn von dem Wetter? Ich dachte... Ach, toll, da hören Sie zu. Also, wir kennen uns doch nun schon seit 5 Jahren, nicht wahr? Jawohl, damals waren die Herren Professoren von der Universität Hamburg hier. Ach ja, der Gynäkologenkongress, das war... Und was kann ich jetzt für Sie tun? Hier sind 500 Mark. Ich habe das Geld gerade über. Ich tue, was Sie wollen. Hat sich eigentlich noch keiner von den anderen Gästen über diesen Schulze beschwert? Ob? Auch andere Gäste haben schon mehrfach nachgefragt, wieso so ein Pracher, der in so schäbigen Klamotten rumläuft, ausgerechnet in diesem Hotel wohnt. Dazu kommt, dass er sich auch noch unverschämt aufführt. Gerade eben hat er mich beleidigt. Das gehört, gnädige Frau, so eine Unverschämtheit müssen Sie sich nicht bieten lassen. Das Renommee von unserem Hotel steht auf dem Spiel. Was soll ich machen? Das ist Gast. Hören Sie zu, mir nicht daran, dass dieser Schulze auf der Stelle verschwindet. Eins, Sie haben doch einen klugen Kopf, Holder. Zwei, setzen Sie den Hoteldirektor unter Druck. Erzählen Sie ihm, dass sich immer mehr Gäste über diesen Schulze beschweren. Drei, erzählen Sie ihm, dass ich in diesem Hotel nie nicht wieder Urlaub mache. Vier, wenn da nicht sofort was passiert. Fünf. Und wie soll das praktisch aussehen, gnädige? Direktor Kühn, er soll Ihnen den Vorschlag machen. Für die Gäste, für das Hotel und für ihn wäre das das Beste, wenn er so schnell wie möglich wieder abreist. Der gehört hier nicht her. Sieht so aus, als wenn dieser Mann ziemlich arm ist. Also stecken Sie ihm Geld zu. Ich verstehe. Was von den 500 Mark übrig bleibt, das können Sie natürlich behalten. Ich tue, was mit meiner Macht steht. Ach, und noch was. Wenn dieser Schulze nicht bis morgen Nachmittag von mir verschwunden ist, fahre ich mit der letzten Fähre wieder nach Hause. Das wäre aber schade, gnädige Frau. Seien Sie so freundlich und sagen Sie das auch dem Herrn Direktor. Wird sofort erledigt, gnädige Frau. Alter. Hoffe mal, Sister. Hier sind 500 Mark. Ich wünsche, dass Sie dafür sorgen, dass der Schulze verschwindet.
Ich sorge dafür. Sie sind ein ausgesprochen kluger Mann, Walter. Oh, das hat mir heute schon mal jemand gesagt. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Mhm. Ich zähle auf Sie, Walter. Frau Vermeisenstag. Ich kann diesen Schulze nicht ausstehen, aber er lohnt sich. Wir haben hier wirklich viel auf dem Hotel gesehen. Ja. Wo denn? Hier, bitte. Eduard? Ach so, ja. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Eduard! Ja, ja, ja. Ach, du bist es, Fritz. Eduard, wach auf. Ich suche dich schon die ganze Zeit. Ich muss dir dringend was erzählen, du. Ich bin verloren. Ich hab mich verliebt. Fritz, bleib mir mit diesen närrischen Weibern vom Hals. Gute Nacht, mein Junge. Ist kein närrisches Weib. Sie ist bannig hübsch, du. Und klug. Und Humor hat sie. Und ich glaube, sie mag mich auch. Sag mal, bist du bekloppt? Wer ist das denn? Die Meiselstein oder Zirzus aus Bremen? Hör doch endlich mit denen auf. Das ist eine ganz andere Frau. Sie ist noch nicht verheiratet. Das wird sie doch erst sein, wenn ich ihr Mann bin. Sie ist mir gestern Abend hier in der Hotelhalle über den Weg gelaufen. Ich habe den beiden beim Gepäck geholfen. Den beiden? Eine Tante ist mit dabei, die heißt Julchen. Wüstling! Warte doch mit dem Heiraten zumindest bis morgen. Du wirst dich doch nicht in so eine dumme Gans vergucken, die mit ihrer Tante auf Kerzfang aus ist. Eduard, ich lasse es nicht zu, dass du in diesem Ton über meine zukünftige Frau sprichst. Sie ist keine Gans. Und sie fängt auch keine Kerle. Sehe ich vielleicht so aus, als wäre ich eine gute Partie? Gott bewahr, nein. Aber vielleicht hat sie schon gehört, dass du ein Thronfolger bist. Diesen Tünkram kann sie doch noch gar nicht gehört haben. Jetzt guck sie dir doch erst mal an. Wenn du die deren siehst, bleibt dir die Luft weg. Die bleibt mir nun schon weg, wenn ich dich hier so quasseln höre. So, mein Junge, du setz dich jetzt mal hin. Entspann dich, ich hol uns jetzt mal ein Bier. Oh, meine Güte, nicht. Ein kaltes Bier ist das beste Mittel für Männer, die Amor gerade angeschossen hat. Oh. Und du, Fritz Hagedorn, willst du die hier neben dir kniende, unbekannte Schöne zur Frau nehmen? Antworte klar und deutlich mit. Sitzen Sie bequem? Ja. Oh, haben Sie mich erschreckt. Was ist denn los mit Ihnen? Ich muss Ihnen etwas beichten. So? Das weiß hier im Hotel noch kein Mensch. Bloß ein Herr Kesselhut. Und mein Freund Eduard. Ich muss Ihnen das aber sagen. Die Leute hier glauben, ich bin ein Millionär. Oder so wie Eduard sagt, der Thronfolger von Albanien. In Wirklichkeit bin ich aber bloß ein Akademiker ohne Stellung. Und warum klären Sie dieses Missverständnis nicht einfach auf? Sie haben ja recht. Ich hätte das tun sollen. Ich wollte es ja auch, aber Eduard hat gemeint, ich sollte das mal so laufen lassen. Besonders wegen drei siamesischer Katzen, mit denen spielt er doch so gerne. Wer ist denn eigentlich dieser Eduard? Eduard und ich haben in einem Preisausschreiben gewonnen. Und dafür lassen wir uns hier 10 Tage umsonst verwöhnen und durchfüttern. Von dem Preisausschreiben habe ich in der Zeitung gelesen. Das war ein Wettbewerb von den Tobler-Werken, oder wie die heißen. Stimmt das? Ja. Dann sind Sie Dr. Hagestolz. Ja, Hagedorn. Mein Vorname ist Fritz. Ich heiße Hildegard. Oh, wie schön, das ist der schönste Vorname, den ich kenne. Fritz gefällt mir besser. Ich meine doch die Vornamen für eine Frau. Ach so. Ach, da kommt Eduard. Eduard, das ist sie. Was du nicht sagst. Ich dachte, dass wir schon wieder eine neue brauchen. Das ist bestimmt Ihr Freund Eduard. Ein goldenes Herz in einer rauen Schale, ja. Das ist Fräulein Hildegard. Was fällt dir ein? Fritz! Was hast du denn?
geht's dir nicht gut? Siehst noch ganz bleich aus. Das ist die Sonne. Ich meine, das ist der Regen. Hör mal zu, mein Junge. Tu mir einen Gefallen, hol mir die kleine Flasche mit den Baldrian-Tropfen. Es steht auf dem Waschtisch in meinem Zimmer. Hör mal zu, ich hab Bauchweh. Ja, mach ich. Sie haben Bauchweh. Ach, halt den Stapel. Überkantine, was willst du hier? Ich muss mal nachgucken, wie es dir geht, lieber Vater. Also dein Benehmen ist ohne Beispiel. Erst rufst du hier an, hinter meinem Rücken, und erzählst der Hoteldirektion, was hier laufen soll. Und vier Tage später kommst du auch nur selbst hierher. Aber Papilein, mein Anruf war doch sowieso umsonst. Die glauben doch hier, dass der Hagedorn der Millionär ist. Ach, und woher weißt du das? Er hat mir das gerade eben erzählt. Ach, und weil er dir das gerade eben erzählt hat, da bist du gestern schon in Hamburg losgefahren, ne? Ich gebe zu, das klingt ziemlich unwahrscheinlich. Und seit wann hast du eine Tante, die Julchen heißt? Seit gestern Abend, lieber Vater, bis du sie kennenlernst. Oh, da kommt sie gerade. Darf ich die Herrschaften miteinander bekannt machen? Herr Schulze. Sie leben. Ach, bei euch gibt es ja wohl. Aber Sie sehen schlecht aus. Naja, das ist ja auch kein Wunder. Frau Kunkel? Oh, fegen, Kartoffel schälen, Schornsteinfegen. Schornsteinfegen habe ich noch nicht gemacht. Oder dieser Anzug, Herr Direktor, bitte ziehen Sie sich doch wenigstens um. Ich habe auch einen Anzug mitgebracht, den schönen blauen. Da sehen Sie immer so vornehm drin aus. Ich will aber nicht vornehm aussehen, verdammt noch mal. Wie kommt ihr überhaupt dazu? Wir haben uns doch Sorgen gemacht. Wir hatten zu Hause keine ruhige Minute. Verstehst du das denn nicht? Wir haben sie doch lieb. Ach, ihr nehmt bloß nicht noch Tränen. Euer Benehmen ist ja noch kindischer als meins. Also, kurz und gut, ihr macht mir hier alles kaputt. Ich habe hier einen Freund gefunden und jetzt kommt ihr hier angewackelt. Er stellt mir meine eigene Tochter vor und eben hat er mir noch zu verstehen gegeben, dass er diese Dern noch heiraten will. Was für eine Dern? Na, dich! Wie sollen wir dem Jungen denn nun erklären, dass wir ihn beschwindelt haben, hm? Wenn er zu wissen kriegt, wer Tante Julchen und der Nichte und Reeder Kesselhut und sein Freund Schulze in Wirklichkeit sind, dann guckt er uns doch überhaupt nicht mehr an. Wen soll Fräulein Hildegard heiraten? Fritz? Der junge Mann, der uns gestern Abend mit dem Gepäck geholfen hat. Ach der, ja, das ist ein netter Junge. Aber viel Geld hat er sicher nicht. Ah, Tante Julchen ist auch da. Wie gefällt Ihnen mein Freund Eduard? Sehr gut. Mir gefällt er gar nicht. Hier sind die Tropfen. Hä? Was sind für Tropfen? Na, die Baldrian-Tropfen, Manometer. Ich denke, du hast Bauchweh. Ach, der ist schon längst wieder gut. Oh nein. Bauchweh, die von alleine wieder weggehen, sind viel gefährlicher. Nee. Mir geht's schon wieder viel, viel besser. Ja, das sagen Sie immer. Was? Das sagen Sie immer, die Männer. Sie geben es nur nicht zu. Nein. Ja, Herr Schulze, Sie müssen auf jeden Fall einen Löffel Baldrian einnehmen. Ich krieg Eduard Mund auf, so ein Bart. Herr Kesselhut, was ist denn mit ihm passiert? Keine Angst, das ist aha. Alles bloß aha. Halb so schlimm. Ich bin kopfüber ins Wasser gesprungen und habe mir den Kopf etwas angestoßen. Ich glaube, ich sollte von jetzt an nicht mehr schwimmen gehen. Ein wirklich dösiges Vergnügen. Und warum tun Sie das, wenn es Ihnen gar keinen Spaß macht? Ich habe es einem Menschen versprochen. Einer Frau? Einem Herrn. Einem Herrn Geheimrat Tobler. Was hat denn der alte Tobler davon, wenn Sie hier schwimmen gehen? Verstehst du das, Eduard? Keine Ahnung. Aber ich bin ganz sicher, dass der alte Tobler nichts dagegen hat, wenn Sie nun nicht mehr schwimmen gehen. Gott sei Dank. Wollen Sie uns nicht miteinander bekannt machen? Natürlich, entschuldigen Sie. Das ist Herr Kesselhut, Tante Julchen, Fräulein Hildegard. Angenehm. Das freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Kesselhut. Sehr angenehm. Herrn Kesselhut gehört eine Reederei. Was gehört ihm? Eine Reederei, eine ziemlich große Reederei. Ja, ziemlich groß. Und nun keine große Reederei. Ich muss hochnötig einen Cognac haben, sonst kriege ich noch einen. Ein großer Schwimmer ist er ja wohl nicht, aber der Badeanzug sieht fabelhaft aus. Das ist ja auch kein Wunder, den hat ja auch mal Schneider für ihn gemacht. Oh. Solch
Solche Späße macht mein Freund Eduard gerne. Beim Lumpen bei dir hat er den Geheimrat Tobler gespielt. Das war zu piepen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Sie das gesehen hätten, Fräuleine. Ja, ich weiß ja Ihren Familiennamen noch gar nicht. Nee? Wir lieben mich. Stellen Sie sich vor, ich heiße genauso wie Ihr Freund Eduard. Sie heißen Schulze? Seit wann sagst du wieder Sie zu mir? Er meint doch mich. Also dieser Zufall ist schon gediegen. Das scheint fast so, als steckt da so eine Art Schicksal hinter. Vielleicht seid ihr ja, ohne dass ihr es wisst, miteinander verwandt. Ist das Mädel nicht wunderbar? Ja, doch. Hast du gesehen, wie schön sie lacht? Mhm, ja. Und in ihren Pupillen, da strahlt so kleine goldene Punkte. Ja, mir bei ihr noch gar nicht aufgefallen. Was meinst du wohl, wie alt sie ist? Im August wird sie 21. Jetzt lass deine Witze, Eduard. Ja, aber so ungefähr, wenn das wohl stimmt. Meinst du nicht auch, dass ich sie heiraten muss? Na, von mir aus. Willst du nicht unser Trauzeuge sein? Das versteht sich doch von selbst. Oh. Vielleicht frage ich sie doch schon mal heute Abend. Verloben können wir uns ja schon mal. Und sobald das mit der Anstellung bei Tobler geklappt hat, wird geheiratet. Und was ist, wenn sie nicht will? Auf den Gedanken bin ich ja noch gar nicht gekommen. Mal nicht den Teufel an die Wand, Eduard. Und was ist, wenn Ihre Eltern nicht wollen? Ja, vielleicht hat sie ja keine mehr. Das wäre natürlich das Bequemste. Fritz, sei nicht so grob. Und was ist, wenn Ihr Bräutigam nicht will? Du bist doch wohl verrückt. Meine Hilde hat doch keinen Bräutigam. Ach, deine Hilde hat doch keinen Bräutigam. Ich verstehe dich nicht. Warum so eine süße, kluge Dern, die so nett ist und die kleine goldene Punkte in den Augen? Warum soll die denn keinen Bräutigam haben? Meinst du, sie hat all die Jahre bloß auf dich gewartet? Eduard, ich murks dich ab, aber erstmal geh ich zu ihr. Und wenn du recht hast, dann werde ich dich aufs Rad flechten und ich selber schmeiß mich hinter die Straßenbahn. Was hat er denn? Eine ganz normale Krankheit. Na, Sie Gauner? Sind Sie mir böse, Herr Geheimrat? Ich habe Fräulein Hilde doch versprochen, jeden Tag zu berichten, wie es hier so läuft und so. Ja, schon gut. Ist ja doch nicht mehr zu ändern, ne? Oh, ich habe es bloß gut gemeint. Ja, ich weiß. Dann setzen Sie sich mal hin. Jawohl, Herr Geheimrat. Ach, Johann. Herr Geheimrat. Wir beide machen jetzt gleich einen kleinen Spaziergang ins Dorf zum Postamt. Wir müssen ganz dringend ein Telegramm an Generaldirektor Tiedemann schicken. Der Tobler-Konzern soll dieses Hotel Wellenblick hier kaufen. Preis spielt keine Rolle und dann, das sage ich Ihnen. Dann schmeiße ich den Portier und seinen Direktor aber achtkantig raus. Mit dem allergrößten Vergnügen, Herr Reimer. Wissen Sie schon das Neueste? Hat es was mit unserer Werbeabteilung zu tun? Nicht so direkt. Das gibt hier bald eine Verlobung. Sie wollen wieder heiraten, Herr Geheimrat? Ich doch nicht. Sie doch so, nein. Dr. Hagedorn will sich verloben. Ach, und mit wem, wenn ich fragen darf? Mit Fräulein Hildegard Schulze. Ja. Das ist gut. Dann werden wir sicher bald Großvater. Eigentlich sind wir zwei doch ganz plitsch. Ich möchte das wenigstens so behaupten. Wie kann denn das angehen, dass wir uns so albern aufführen? Wir halten uns an den Händen wie festgeklebt. Ja. Wir stolpern wie die Kinder durch die Dünen. Und der eine möchte dem anderen am liebsten die Nase abbeißen.
Sind die nicht ein bisschen verrückt? Die Klugheit hat in dem großen Konzert von der Liebe noch nie die erste Geige gespielt. Wer so klug ist, dass er sieht, wo die Klugheit endet, der muss seinen Lohn kriegen. Willst du pfeifen? Wie viel Geld muss ich verdienen, damit wir heiraten können? Kommen wir mit 300 Mark im Monat aus? Mal nachrechnen. Wie viel Miete? 100 Mark. Für 3 Zimmer. Für Heizung und Licht 25 Mark. Haushaltsgeld sagen wir auch nochmal 100 Mark. Macht zusammen 225 Mark. Ja, das sind dann noch die Nebenkosten. Fahrgeld, Theater, mal ein Ausflug am Sonntag. Das sind dann nochmal 50 Mark. Bleiben noch 25 Mark übrig. Wenn ich eine Stellung kriege, bei der ich 300 Mark verdiene. Aber für dich schaffe ich das. Das weiß ich. Der Ring ist aber hübsch. Mhm. Was hat der denn gekostet? Och, 2000 Mark sowas. Ach, liebe Zeit. Das ist doch schön. Den können wir doch verkaufen. Wir werden nicht davon leben, was wir verkaufen, sondern von dem, was ich verdiene. Aha. Das könnte dir wohl so passen, du leidiger Egoist. Alle Männer sind Egoisten. Von dem Ring könnten wir 6 2/3 Monate leben. Kommt gar nicht in die Tüte. So? Dann schmeiß ich den dösigen Ring einfach weg. Was machst du da? Kannst den Ring doch nicht einfach wegschmeißen, das geht doch nicht. Ätsch, jetzt gehört er dir. Ich pupp ihn dir wieder zurück. So. Tja, dann sieh mal zu, wie du die 300 Mark verdienst. Und wenn ich weniger verdiene? Dann kommen wir eben mit weniger aus, Fritz. Du darfst das Geld nicht so ernst nehmen. Und wenn das mal knapp wird, dann muss mein Vater uns eben was pumpen. Du bist wohl nicht ganz bei Trost. Du verstehst nichts von Geld und von uns Männern, noch viel weniger. Und wenn dein Vater der Thronfolger von Albanien wäre, ich würde keinen Pfennig von ihm annehmen. Mein Vater ist aber nicht der Thronfolger von Albanien, mein Söhnen. Ja, ich nehme trotzdem kein Geld von ihm. Ach, du bist ein Dickkopf. So, zur Strafe wird sich deine kleine Hildegard jetzt im Meer ertränken. Nein, tu das nicht. Oder warte, ich komme ja mit. Ja. Na ja, wir müssen vielleicht noch ein bisschen warten, aber ich bin ganz sicher, dass das alles... Herr Schulze! Ja, bitte? Können wir vielleicht mal einen Augenblick mit Ihnen sprechen? Einen Augenblick? Ja, von mir aus. Wir warten im Direktionsbüro auf Sie. Wir können doch alles hier besprechen. Was? Was? Ja, was ist denn nun? Der Augenblick ist gleich um. Das dreht sich um eine knifflige Angelegenheit. Oh, dann gehe ich lieber. Na, dann bleiben Sie mal hier, Herr Kesselhut. Man kann immer noch was dazulernen. Gut, wenn Sie das partout wollen. Ich dachte nur, das ist für Sie vielleicht nicht so angenehm, wenn die anderen Gäste das hören, was ich Ihnen nun als Direktor von diesem Hotel sagen muss. Das ist mir ganz gleich. Also kurz und gut. Im Auftrag von der Hotelbetriebsgesellschaft soll ich Sie bitten, so schnell wie möglich abzureisen. Am besten batz auf der Stelle. Ein paar von den Stammgästen, die haben sich beschwert. Und seit gestern gibt es immer mehr Beschwerden. Und ein Gast, Sie werden ja sicher verstehen, dass er nicht will, dass sein Name rauskommt, lässt sich das eine Menge Geld kosten, wenn Sie noch heute verschwinden. Wie viel Geld wäre das? 200 Mark. Diese 200 Mark, die kriegen Sie bar auf die Hand, sobald Sie verschwinden. Ich denke mal, Sie können das Geld gut gebrauchen. Und warum wollen Sie mich rausschmeißen? Von rausschmeißen kann ja gar nicht die Rede sein. Wir wünschen uns das. Wir fordern Sie freundlich auf. Uns liegt daran, dass die Gäste zufrieden sind. Ich bin ein Schandfleck für dieses Hotel. Sie passen ja einfach nicht her. Ja, aber arm sein ist doch keine Schande. Sie verstehen das falsch. Kiezen wollen. Wenn ein Millionär mit 3 Schrankkoffern in ein Armenhaus ziehen würde und dort immer im Frack rumlaufen würde, dann wäre reich sein eine Schande. Das kommt auch bloß auf den Standpunkt an. Alles zur rechten Zeit und am rechten Ort. Jetzt reicht's aber. Ich warne Sie. Ja, ist schon gut, Fritz. Ja, vielleicht hat er ja recht. Ich reiß ab. Aber du kannst dir doch sowas nicht gefallen lassen. Vielleicht verstehst du das später mal. Herr Direktor Kühne, es tut mir aufrichtig leid, dass ich Ihnen eben keinen Bucks gegeben habe. Ich reise auch ab. Ich natürlich auch. Seien Sie bitte so freundlich und bestellen einen Wagen, der uns zum Dampfer bringt. Ich sage eben nur noch schnell meiner Tante Bescheid, dass sie die Koffer wieder packen kann. In 20 Minuten fahren wir. Und ich fahre mit. Okay, meine Rechnung. Aber ein bisschen zicki-zacki, wenn ich mit nach. Warum wollen Sie denn nun alle abreisen? Wo ist das Geld? Hier. Hier, 100 Mark für Sie, 100 für das andere Personal. 100 Mark? Ich glaub das nicht. Komm. Der Kerl schmeißt 200 Mark
zum Fenster raus und vier Gäste, die er gar nicht lange kennt, reißen gleich mit ihm wieder ab. Und das alles, weil diese Schnattergans Kasparius Mannstoll ist. Die will doch bloß, dass der Schulze verschwindet, damit sie den Millionär für sich alleine hat. Ja, das hat sie ja nun. Hat sie eben nicht? Nicht? Nee. Hagedorn reißt ja auch ab. Oha, jetzt sitzen wir ganz schön im Schied. Ich glaube, wir müssen uns bald nach einer anderen Stellung umkicken, Polter. Ein guter Portier findet immer wieder eine Stellung. Herr Direktor, ist das wahr, was ich eben gehört habe? Herr Dr. Hagedorn reist ab? Ja, das stimmt, gnädige Frau. Lassen Sie mir meine Rechnung auf mein Zimmer bringen. Ich reise auch ab. Ja, gnädige Frau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, tschüss. Ich dachte, das wäre Frau Kasparius, die Ihnen das Geld gegeben hat. Die auch. Alter, ich hab gedacht, Sie sind ein kluger Kerl. Aber damit war ich wieder auf dem Holzweg. Ich reiß ab. Her mit dem Geld. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Herr gnädige Frau, der... Husch! Arrivederci! Dann wird nur so dürmen. Ein guter Portier findet immer wieder eine Stellung. Meine Rechnung. Oh, gnädiges Fräulein, das tut mir herzlich leid. Warten Sie es ab, das dicke Ende kommt erst noch. Ja, können wir zumindest damit rechnen, dass Sie diese vermaledeite Angelegenheit nicht an die große Glocke hängen. Dass Sie darüber schweigen. Das Ansehen von unserem Hotel steht auf dem Spiel. Das Ansehen von Ihrem Hotel können Sie sich ins Knopfloch stecken. Mit diesem Hotel kann man ja nicht mehr ordentlich telefonieren. Das verstehe ich nicht. Das ist wohl eine Charaktereigenschaft bei Ihnen. Wir haben vor 6 Tagen miteinander telefoniert. Ja, da kann ich mich ja gar nicht drauf besinnen. Ich habe Ihnen damals von einem Millionär erzählt, der hier als armer Schlucker Ferien machen möchte. Na, Dr. Hagedorn. Sind Sie da so sicher? Da denken Sie mal drüber nach. Die Dirnen hat uns angeschmiert, an der Nase rumgeführt. Gott sei Dank! So sind ja bloß die Dummen. Und damit kann ich leben. Crazy. Das ist einfach crazy. Am besten ist, wir hängen uns auf. Wenn Ihnen das Spaß macht. Aber warum? Wozu? Ein paar von den Gästen reisen früher ab und eine Lütche Dirn, die hat uns vergackeiert. Also das kann ich verknusen. Diese Geschichte bricht uns das Genick. Wir waren komplette Dömlachs. Na, Sie tun mir aber Unrecht. Ach, begreifen Sie doch. Hagedorn ist kein Millionär. Ja. Ja, aber die Dirn hat auch nicht gelogen. Nee. Nee, da ist ein Millionär in diesem Hotel, der sich verkleidet hat. Oh, wir können uns die Kugel geben. Du reden Sie mal Klartext. Na, Schulze. Aber Schulze. Schulze? Schulze. Und den haben Sie den Vorplatz fegen lassen? Reklame musste erlaufen. Ja. An Strand haben Sie ihn geschickt als Aufpasser zum Aufpassen. Polter, Sie haben mich ruiniert. Aber das war doch Ihre Idee. Meine Idee? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Idee gehabt. Kommen Sie, Polter, kommen Sie. Wir müssen nun retten, was noch zu retten ist. Ein Einblick für Herrn Dr. Hagedorn. Keiner da. Nie ist jemand da, wenn man ihn braucht. Geben Sie mir den Brief, junger Mann. Ich gebe ihn weiter. Bitte sehr. Danke. Und Sie gehen jetzt mal auf Zimmer... Elf, da wartet eine ältere Dame und ein halbes Dutzend Koffer voll verlangt auf Sie, ja? Mach ich. Ah, Herr Dr. Hagedorn, da sind Sie ja. Ja, da bin ich. Gott sei Dank, du bist auch noch da. Hattest du Angst, ich könnte dir weglaufen? Das hätte dir nichts genützt. Ich hätte in Hamburg alle Schulzes abgeklappert, bis ich dich gefunden hätte. Und dann? Hätte ich dich erstens übers Knie gelegt. Ha, und zweitens? Genau das jetzt.
Ich weiß noch nicht mal, wo du in Hamburg wohnst. Blankenese. Was? Meine Tante ist da Hausdame in einer großen Villa und ich wohne in demselben Haus. Aber nicht mehr lang, bloß bis ich eine Anstellung habe. Mittlerweile hat Herr Kesselhut meine Arbeiten sicher schon an den alten Tobler geschickt. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Eilbrief für dich angekommen. Ein Eilbrief? Und das sagst du mir jetzt erst? Sowas nennt man Unterschlagung von Postsachen. Dafür kriegst du bei mir lebenslänglich. Na Gott sei Dank. Ach du Christi Morgen, das haut den stärksten Seemann um. Was ist denn los? Was Schlimmes, Fritz? Mehr als das. Gnädiges Fräulein? Ja? Es tut mir aufrichtig leid, aber Sie müssen sich heute noch mit mir verloben. Was? Menschenskind, wir haben eine Anstellung. Sehr geehrter Herr Dr. Hagedorn, das bin ich. Herr Geheimrat Tobler hat die Hamburger Werbezentrale des Tobler-Konzerns angewiesen, Sie als Assistent zu engagieren. Der Vertrag tritt mit dem nächsten Monatsersten in Kraft. Ihr Gehalt für das erste Halbjahr beträgt 4.800 Mark, also monatlich 800 Mark! Herr Geheimrat Tobler, dem Ihre Beantwortung des Preisausschreibens sowie Ihre übrigen Arbeiten ungewöhnlich gut gefallen haben, wünscht Ihnen im Interesse Ihrer zukünftigen Firma gute Erholung auf Amrum. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr sehr ergebener Dr. Tiedemann, Generaldirektor. Postskriptum. Herrn Eduard Schulze, den Sie uns durch Herrn Kesselhut empfehlen ließen, werden Sie in unserer Firma wiederzusehen, gleichfalls Gelegenheit haben. Und jetzt kommst du. Ich gratuliere dir zu der Anstellung von Herzen. Ich dir auch. Jetzt kriegst du bumsbatz einen Mann. Hätte schlimmer kommen können. Das muss ich sofort meiner Mutter telegrafieren. Fräulein Hilde, so etwas schickt sich nicht. Herr Kesselhut, gerade eben habe ich einen Brief von den Toblerwerken bekommen. Das hat geklappt! Vielen Dank, ich bin so glücklich. Sie müssen sich bei Geheimrat Tobler bedanken. Den muss ich erst mal kennenlernen. Ach, Hilde, drück Herr Kesselhut einen Söcken auf, ja? Mit dem allergrößten Vergnügen. Herr Kesselhut, darf ich Sie jetzt schon mal zu unserer Hochzeit einladen? Wir heiraten nämlich bald. Herzlichen Glückwunsch. Aber am Tag Ihrer Hochzeit muss ich leider arbeiten. Wissen doch noch gar nicht, wann wir heiraten. Aber ich weiß, dass ich arbeiten muss, wenn ich wollte. Verstehst du das, Hilde? Du kommst schon noch dahinter, bist doch ein kluges Kerlchen. Was ist denn bloß passiert? Ach, nichts Besonderes, wir reisen nur ab. Fräulein Hilde, mal abgesehen von Ihrer Tante, haben Sie zufällig noch andere Verwandte? Ich habe zufällig noch einen Vater, ja. Und wenn er mich nun absolut nicht leiden kann? Och, dann grüßen wir ihn auf der Straße nicht mehr. Das kann er nämlich nicht leiden. Warum sollte er eigentlich nicht einverstanden sein? Jetzt, wo ich eine Anstellung habe? 800 Mark im Monat, das ist doch eine Menge Geld. Bei welcher Firma haben Sie denn eine Anstellung bekommen? Sie werden große Augen machen, Tante Julchen. Bei den Tobler werden. Wo bleibt Eduard denn? Der wird sicher gleich kommen. Ich an seiner Stelle wäre hier nicht abgereist. Man muss sich doch nicht alles gefallen lassen. Das ist doch eine Schande, wie Sie ihn in diesem Hotel behandelt haben. Also jetzt reicht es mir. Das tut mir aber herzlich leid. Sonst darf ich Ihnen Ihr Gepäck abnehmen. Nehmen Sie die Finger weg. Das ist alles ein großes Missverständnis. Herr Schulze, hier sind auch noch Briefmarken für Sie. Ja, damit können Sie die kleine Stube unterm Dach tapezieren. Herr Schulze, Sie müssen das doch verstehen. Lassen Sie mich in Ruhe. Also, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was ist denn los? Hör mal zu, mein Junge. Ich muss dir was beichten. Ich bin der Thronfolger von Albanien. Was? Der Millionär, für den Sie dich hier gehalten haben, bin ich. Du machst Spaß. Nein, bist du nur wütend? Eduard, du bist wirklich ein Millionär? Ja.
Ach, darum hast du mich also überredet, ich sollte mal der falsche Prinz bleiben. Sonst wäre das doch noch früher rausgekommen. Oh, ich tüffel, ach, Time. Gott sei Dank bin ich kein Detektiv geworden. Was mich jetzt aber bloß ärgert, ist, dass wir nicht zusammen beim alten Tobler arbeiten werden. Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, ist schon gut. Fest, mein Freund Eduard ist ein Millionär. Das ist ihm zwar peinlich, aber was will er machen? Ich, heißt du auch nicht Schulze? Nee. Dann seid ihr doch nicht miteinander verwandt. Doch. Ja, aber du heißt doch Schulze. Ich hab nur gesagt, ich heiß genauso wie dein Freund Eduard. Ja, aber Eduard heißt doch gar nicht Schulze. Und wie heißt er dann? Ich werd doch verrückt. Kommen Sie da noch mit, Herr Kesselmut? Ich heiß nicht Kesselmut. Und Sie sind auch nicht Tante Julchen. Richtig. Seid ihr denn alle durchgedreht? Ja, wie heißt du denn nun wirklich, Eduard? Tobler. Ja, ich kann es nicht ändern. Bist du nur böse? Der alte, tapperige Tobler. Herr Kesselhut, das ist mein Diener Johann. Und Frau Kunkel? Hältst du auch? Seit 25 Jahren. Ich bin die Hausdame beim Herrn Geheimrat. Jeder heißt anders, verdammt nochmal. Und wie heißt du, Hilde? Genauso wie dein Freund Eduard. Dann bist du? Meine Tochter. Herr Geheimrat, wenn das so ist, kann ich die Anstellung auf gar keinen Fall annehmen. Ich will ohne Begünstigung meinen Weg. Auf geht's. Lassen Sie mich in Ruhe! Ihr habt euch alle bloß über mich lustig gemacht. Herr Dr. Hagedorn, ich will Ihnen mal was sagen. Wir können ja verstehen, dass Sie fünsch sind. Sowas kommt vor, aber das geht auch wieder vorbei. Das ist Affentheater, das ist eine Beleidigung für einen intelligenten Menschen. Wissen Sie, was mein Vater immer gesagt hat? Oh. Ja. Wer zu klug wird, ist schon wieder dumm. Entschuldige, Hilde. Eduard, es tut mir leid. Ich, Herr Kessel, ich habe mich einfach dumm benommen. Vaters Idee, als armer Schlucker in ein Nobelhotel Ferien zu machen, war ja auch ziemlich kindisch. Und, Herr Gerling, Eduard, was ist jetzt mit der Anstellung? Tja, Herr Dr. Hagedorn, das ist jetzt zu spät. Vater! Tut mir leid, mein Junge, aber du wirst nun der Direktor unserer Werbeabteilung. Und später musst du dich noch mal um die anderen Geschäfte kümmern. Ich brauche ja irgendwann mal einen Nachfolger. Und zwar einen, der sich um den ganzen Tobler-Konzern kümmert, wenn deine Mutter und ich nur noch für die Enkelkinder da sind. Nur drängel mal nicht, Vater. Wenn du Fritz mit der Firma verheiraten willst, gehe ich ins Kloster und dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt. Enkelkinder sind mir wichtiger. Frau Herr Wendt? Oh, für Schulze. Ja, ich verbinde. Herr Schulze, da ist ein Anruf für Sie. Ja, das ist sicher, Generaldirektor Tiedemann. Ja. Ja, moin, Tiedemann. Ja, wegen dem Hotel, ich weiß. Ja, na und? Wir kaufen nämlich das Hotel und dann fliegen die beiden da achtkantig raus. Der Mann, dem das Hotel gehört, der will es gar nicht verkaufen. Ja, für gar keinen Preis? Nur an mich will er das nicht verkaufen. Warum denn das? Du sagst schon, Eduard, warum kannst du das Hotel nicht kaufen? Wisst ihr, wem das Hotel schon lange gehört? Na? Mir!